Hallo meine liebsten Saufkumpanen, herzlich willkommen zurück. Ich als angehender Druide heiße euch herzlich willkommen wieder zum dritten Part meines Tutorials, wie wird man ein Druide. Ja, da müsst ihr einen Mod installieren. Aber gut genug, wir wollen ja Rollenspiel machen, also trinkt nicht allzu viel, gell? Ich mach's auch nicht, ich bin sowieso bettelarm. Aber gut. Also, muss nur den Knopf drücken. So, guten Tag, reisende Nacht. Ihr braucht etwas? Ja, ich brauche einen NPC, der ein bisschen redet, ein bisschen mit mir plappert. Oh, du weißt nicht. Die auch nicht. Der Embry. Ja, dann können wir das ausschenken. Ja. Ja, ja. Hier, ich gebe euch einen aus. Habt ihr Bier oder Met? Wir haben, was haben wir? Ja, Met haben wir. Bier leider nicht. So, das reicht aber für dich. Jetzt bist du sturzbesoffen. Bis zum nächsten Mal. Mein liebster Saufkumpel. Ey, das habe ich schon gesagt. Ein wenig Met. Nein, jetzt dieses Mal bis nicht. Zum nächsten Mal. Nicht zu viel Alkohol. Alter Händler. Ihr braucht etwas? Werft einen Blick darauf. Okay, gerne. Was hast du denn so? Oh, du hast Bier. Du hast also Bier. Du hast mir das Bier genommen. Ich wollte es im Saufkumpan geben. Ein Wolfspelz. Ja, leider habe ich halt nicht Geld. Ich muss irgendwie Geld sammeln, weil wir haben ja auch Hunger. Wir müssten auch mal schlafen. Wir gehen jetzt mal raus. Wir haben ja sonst eigentlich mit Eden so. Oh, ein Jäger, der hat sicher. Okay, der hat nichts. Die anderen schlafen, ja. Jetzt momentan ist halt wirklich mitten in der Nacht. Also, ich denke mal, ich würde gerne nach Weißlauf langsam so gehen. Das wurde ja mir gesagt, dass der in der Nähe ist. Wollt ihr etwas von mir? Okay, das ist auch wieder so ein wie der andere Mensch, der Ding ist. Wir schauen uns einfach mal ein bisschen um. Oh, das ist aber stehen, das will ich nicht. Das möchte ich nicht. Ich möchte ein lieber Mensch noch sein. Okay, das sind welche Ochsen oder was das sind. Ja, schön. Ja, hallo, Stump. Hi. Schön. Darf ich ein Ei? Ich will ein Ei mitnehmen. Danke, Hund. So. Und dann noch diese Kohlzeugs. Salat. Oder? Das ist cool. Das ist cool, aber das andere ist Lauch, ja. Lauch. Und eine Kartoffel. Überall Kartoffelpflanzen. Sehr schön. Ja, was hätten wir sonst? Das ist auch ein Schweinchen. Ist so dunkel. Haben wir irgendwelche Wachen, ja. Das ist keine Wache. Ihr braucht etwas? Ah, das ist sie wieder. Okay. Aber irgendwo haben wir doch auch Wachen, oder? Da ist zum Beispiel ein Wache. Hallo. Ja. Nee, wo sind die Wachen hin? Hallo, gibt es überhaupt Wachen in Fußball? Ich glaube, da müssen wir mal schauen, dass wir Verstärkung bekommen. Also in der Schmiede hat es einfach Sachen zum Klauen. Ich probiere mal, die zu klauen, weil ich da einfach Geld brauche. Aber es will jemand uns sehen. Wer sieht uns? Hä? Sieht uns doch niemand. Vielleicht doch ein Tier. Ich habe hier einen Mod drin, wo Tiere eigentlich uns nicht sehen dürften. Das ist also unrealistisch. Kein einziges Tier weiß, ob wir es klauen oder nicht. Das ist ein bisschen unrealistisch. Ja, dann kann man ja den nicht. Ihr seid schuld. Ihr Cheater. Ich denke, ein bisschen können wir uns ja noch draußen wagen. Aber ich will jetzt nicht allzu viel riskieren. Wir können ja noch nicht so viel aushalten. Das haben wir am Feuer, genau. Es wird schon gehen, falls wir irgendwie angegriffen werden von Wölfen. Vielleicht von Banditen oder so. Aber ich glaube nicht hier in der Nähe vom Dorf. Irgendwas wird uns schon auflauen, aber wir sind ein gestandener Magier. Wir haben auch Lust. Hier ist eine Höhle, ich traue mich aber noch nicht rein.
Ja, Himmelsrand ist halt nicht die Schweiz. In der Schweiz, ja, Deutschland wahrscheinlich auch. Ist es natürlich ein bisschen schlimmer. Ja, ich wusste es. Noch ein. Okay, wir haben es geschafft. Ja, das machen wir auch nicht mehr gefährlich. Wolfspelze verkaufen. Also übernachten müssen wir ja jetzt scheinbar nicht mehr. Es wird wahrscheinlich bald auch, ja, morgen sein. Gut. Aber einfach, dass wir uns doch auch noch ein bisschen ausruhen könnten, müssten wir eigentlich jetzt zurückgehen und kurz einmal die Nacht irgendwie schlafen. Können wir eigentlich zu Hause in der Schmiede, also dort, wo ja, wir natürlich eingeladen wurden, übernachten? Blutsplittermine. Interesting. Oh, nein, jetzt besser. Die Waffen rausnehmen, sofort reagieren. Sonst seid ihr schneller tot, als ihr Hilfe oder nicht sagen könnt, oder? Ja, ja. Also. Okay. Ist hier nichts am Boden? Also es ist viel los, aber nur wenig zu holen. Eine Schaufel. Können wir eigentlich gebrauchen? Ein Stahlschwert eigentlich, ja. Nehmen wir alles mit und verkaufen einfach die Sachen. Also jetzt hoffen wir einfach, dass wir dort in der Schmiede übernachten können. Das wäre ja schön. Und da oben sind zwei Magier. Ich kann leider nicht über den Fluss, aber die möchte ich gerne mal kennenlernen. Bisschen eingewöhnen muss ich mich natürlich noch. Nicht alle meine Bewegungen unter Kontrolle. Und es ist kalt. Heißt das da unten links, das Rote, ist das, was einfach die Kälte ausmacht? Und hier waren ja auch irgendwo noch, genau da oben waren auch noch Leute. Könnten böse sein, also zu viel wagen möchte ich natürlich nicht. Das sind Tauben, ne? Okay. Tauben, die an nichts glauben, weil sie Tauben. Die Taube, Taube. Solange es den Chicken gut geht, den kleinen Piepsmatzen, ist mir das eigentlich. Ja, okay, sie sind eben diese, die uns nicht klauen lassen, weil sie mich immer sehen. Aber wenn ein Mod das einfügt, kann ich leider nichts dafür. Wir halt können nichts klauen, solange wir so schnell entdeckt werden. Müssen wir ein bisschen üben. Nein, ich will nicht hier reinbrechen. Was kann ich drücke zu schnell. Also dann müssen wir halt hier mal kurz noch übernachten. Hauptsache wir sind genesen und munter. Und dann gehen wir eigentlich direkt nach... Wo ist der andere überhaupt? Wir sind nur hier vorne. Hä? Wo ist der Schankwirt? So, Drago. Der ist hier. Okay, hier haben wir schon mal irgendwas rausgenommen. Ja, die Händlerkleidung und so. Oh, ich bin zu voll. Taschendiebstahl. Ja, das ist mir noch zu heikel. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Kannst du mir nicht ein Zimmer vermieten? Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Ja, das werden wir jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. So, jetzt haben wir einfach ein Problem. Wir haben zu viele Mütter. Ah, ich kann ja ihn verkaufen. Nein, bitte nicht. Bitte nicht wieder schlafen, bitte. Hallo, wach auf. Der Zimmer. Sprecht mit Delphine. Niemand vertraut diesen Magiern in ihrer Akademie im Norden. Nur die Götter wissen, was sie dort tun. Ja, habt ihr noch Gerüchte gehört? Helgen soll von einem Drachen angegriffen worden sein. Das haben wir alles schon gehört, wie soll ich das wieder weiß. Speisen für die Hungrigen. Ja, ja. Also, ich hätte ein bisschen Wein für dich. Ich möchte zuerst mal nach Gewicht...
Okay, er kauft uns nicht so viel Sachen ab. Deshalb einfach mal einen noch lassen. Vielleicht ja, wollen wir ja noch saufen. Wir kommen 15 dafür über. Honigbräumet ist wahrscheinlich auch nicht so. Können wir aus Mehlsack irgendwas? Ich lasse den mal noch im Inventar. Kohl, der ist ja zum Verkaufen. Da finden wir wahrscheinlich noch viel. So, bisschen mehr Geld. Hä? Und sonst diesen Lauch und so. Lauch, genau. Da könnten wir eine Suppe machen, das wäre nicht so gut. Das lasse ich noch. Und das andere war noch Kartoffeln. Wo sind Kartoffeln? Ja, wenn man die einfach auch sehen würde. Man kann sie aber rechts sehen hier. Okay. Kommen wir auch genügend über? Was die kosten? Die geben gar nichts, okay. Also, ich muss jetzt echt schlafen. Sonst bin ich nicht ausgeruht. Mit dir, ihr gell? Ihr seid dieser Gast und habt hier herum. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ja, und du schläfst nicht. Du bist ja gerade hier. Wo gehst du denn hin? Wo schläfst denn du jetzt? Aber nicht mit mir zusammen. Gehst du bitte raus? Hallo, ich habe das Zimmer gemietet. Sie schläft einfach weiter. Hallo. Ah, das ist nicht mein Zimmer wahrscheinlich. Was ist das? Die sagt mir gar nichts. Ich gehe einfach hier schlafen. Eine Schmiedeschürze. Mal kurz schauen. Das wird schon niemand merken. Ich habe ja hier nicht übernachtet, also merkt das einer. So, Hauptsache wir haben bald genug Geld. Also, wir schlafen mal 4 Stunden. Dann wäre 9.13 Uhr. So früh möchte ich eigentlich aufstehen. Und jetzt habe ich noch Hunger. Deshalb habe ich so einen komischen. Ja, die Leute sind noch nicht am Arbeiten. Ihr braucht etwas? Ja, du begibst mir aber nicht. Ja gut, ich will nicht von jedem etwas haben, aber man muss nicht fragen, wer braucht was. Also wie war das? Weizen noch, oder? Ist Weizen, habe ich gar keinen Weizen gekauft, stimmt. Okay. Ich muss zuerst Weizen kaufen. Hallo, Obi. Gib mir mal Weizen. Wollen wir diesen Hunger doch stehen? Wie viel Geld habe ich? 64. Dann hole ich mir. Nein, nicht der Blasen. Oh, der ist sehr teuer. Also, ja, die Nachfrage ist. Okay. Das ist sehr viel günstiger hier. Weizen. 28. Okay, dann tue ich ihn mal noch nicht. Es ist zu teuer. Also eventuell können wir das auch irgendwo herholen. In Flusswald, jo, könnte ich mich noch ein bisschen umschauen. Wir haben so mit Magier reden. Vielleicht haben sie eine Idee. Ich will immer an diese Akademie gehen. Was braucht ihr? Das sind wir nicht wieder. Oh. Und du da? Du bist... Ja. Eine Adelige, ne? Ja, der hat wieder das gleiche Angebot, wahrscheinlich immer noch. Hustengras. Okay, müssen wir herausfinden, was das macht. Blitzresistenz. Oh, Zaubertrank 55. Ich kann es kaufen, aber es ist nur ein Trankrezept. Könnte ich nämlich selber herausfinden. Ich mache das mal noch nicht, auch wenn ich eine Krankheit habe. Ich kann mich wahrscheinlich noch mit Geld auch wieder heilen. Bringt es jetzt noch nicht. Also dann, ja, eine Reise. Ich hoffe, es ist nicht allzu weit weg. Und du warst einfach ein Abend. Dieses braucht etwas. Ja, ich möchte jemanden, der mich begleitet. Eine Jägerin. Ja. So, also links geht es wahrscheinlich zu diesem Grab hoch. Da möchte ich jetzt noch nicht hoch. Wenn der Weg irgendwie nach rechts geht. Vielleicht geht er oben durch. Bleiben wir jetzt mal hier, wo wir einfach am besten geschützt sind. So. Und ja, ich möchte relativ schnell natürlich auch wachsen, groß werden.
einen guten Magier werden. Jo, ich weiß auch, wann ich einfach auch mehr riskieren werde, sozusagen. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, oder? Soll ja nicht immer, ja, relativ schnell alles weg sein. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Ich habe Kriegern. Euch nichts zu sagen. Wenn ihr meint, jetzt geht weiter, sonst suchen, befehle ich meinen Wachen, euch anzugreifen. Boah, diese Tiere überall, das tut mich so gerne umschauen lassen. Aber wir müssen vorwärts machen. Oh. Okay. Kann man das klauen? Ich möchte ein Pferd haben schon. Schauen wir gleich mal hin. Ich hätte gerne ein Pferd. Ja, man kann es klauen, also man muss es klauen. Geht leider noch nicht so direkt. Also mache ich mal hier nochmals. Jetzt haben wir momentan 2, 3, okay, gut. Nicht zu viel machen. Aber wenn ihr sicher seid, dass eventuell etwas falsch gelaufen ist. Oder ihr wirklich den Spielspann lassen wollt und nicht überschreiben wollt, dann noch ein Nein machen. Hätte man das im Real Life, wäre wahrscheinlich das Real Life nicht gerade so schwierig. Also das ist ein Real Life. Irgendwo ist ein Gegner. Du ein Bandit bist, wirst du auch gebraten. Immer crossgebratene Banditen. Ah. Oh. Wer hat? Ah, die Wache da vorne. Ich habe den Pfeil gesehen und dachte mir so, okay, da muss irgendwas passiert sein. Schön, da wurde ich geholfen. Da wurde mir geholfen, von mir, dem armen, armen Druiden, der noch mit Feuer, ja, ein Druide darf mit Feuer kämpfen. Das heißt ja nicht, ein Druide darf nur Naturmagie oder so einsetzen. Ist ja eigentlich auch Natur. Und ja, Druide musst du erstmal kennenlernen, also das sammelt er auch alles ein. Dankeschön für die Hilfe. Von einem Drachen erwischt worden sein. Sollte sich eines dieser Monster hierher verirren, sind wir bereit. Ja, du mit diesem Zielwasser, ja, du wirst es sicher auch rocken. So, ich werde jetzt mal ein bisschen weniger einsammeln, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir brauchen noch ein paar Sachen. Ja, wir müssen aber noch ein bisschen ausruhen, denke ich. Maybe ins Katzengeschäft? Wie cool! Wow, da werden einfach Katzen verwöhnt. Okay, ein Schaf. Aha, hallo zusammen. Naja, das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Ach ja, wenn ihr das schon schafft, ist ja kein Problem. Jemand muss etwas unternehmen. Tötet sie. Was denn? Seid vorsichtig mit dem. Ja, was ist hier? Hä, wo gehen die hin? Okay, sich erledigt. Ja, mehr ist auch mehr. So, ja, reden wir mal mit der. Naja, das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Ja, was ist jetzt so schlimm? Seid ihr gute Krieger? Ich bin leider ein schlechter Magier. Es sah nicht so aus, als würde die Hilfe. Ich habe alles versucht. Ja, machen wir das. Der nächste Milchtrinker, der sich ja so sehr angestrengt hat. Ja, sorry, ich bin kein Krieger. Der Ruhm kommt nur zu denen, die triumphieren. Und wir Gefährten müssen uns unseren Ruhm immer hart erkämpfen. Ja, von mir aus, aber ich bin ja nicht bei euch. Oder soll ich zu euch kommen? Vielleicht habe ich dann mal Ruhm. Wer sind die Gefährten? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ich kenne nicht mal dieses Ein Orden Land. Von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Kann ich euch beitreten? Ich nehme das untere. Das klingt nach reiner Zeit. Ich will kein Krieger sein, aber ich möchte schon gerne vielleicht mal vorbeischneien.
Niemand hat euch nach eurer Meinung gefragt. Wenn ihr denkt, dass ihr besser seid als wir, solltet ihr mit Kodlak Weißmähne reden. Aber genau da hast du angefangen. Ihr, was einen wahren Krieger ausmacht. Von mir aus, geh weg. Auch wenn du süß aussiehst, du bist ein bisschen nervig. Solange wir hier pflücken können, pflücken wir. Aber was ist denn das? Das ist ein Riese? Ja, scheinbar so. Oh, ein Pfeil. Oh, ich bin glücklich. So, ich möchte eigentlich ins Katzengeschäft gehen. Aber ich möchte gerne Magie, ja, sehen. Nur habe ich halt auch noch nicht so viel Geld. Wir können zu einer Schmiede gehen und mal die Sachen, Eisenwaffen und so verkaufen. Hallo. Björn. Soll ich euch mitnehmen? Oh, das wäre nett. Kann ich nach Weißfeste, oder wie es heißt? Winterfeste? Kann ich mit? Was ist hier bei Weißland? Nun, ich weiß, dass die Gefährten hier beheimatet sind. Ihre Methalle, Jorvaske, ist das älteste Gebäude der Stadt. Okay. Oh, und es gibt eine schlimme Fehde zwischen zwei Familien. Den Clans der Graumähnen und der Kampfgeborenen. Seid dort lieber vorsichtig. Ja, werden wir sein. Den Rest erzählen euch die Bewohner. Ich würde beim Wirt in der beflagten Meere oder beim Schlossvogt beginnen. Ja, da will ich sowieso hin. Ich möchte eine Kutsche mieten. Wohin soll's gehen? Winterfeste? Ja, es geht, aber es kostet sehr viel. Ja, schon in gut. Ordnung. Dann warten wir lieber noch. Wir haben ja auch einen Auftrag von Flusswald. Oh, hier wohnt jemand in einem Zelt. Cool. Ja, die sagen, glaube ich, natürlich nicht. Das wäre so asozial. Hallo! Aber er wohnt hier? Wahrscheinlich er, ne? Oh, ist das angenehm, hier so viele Menschen wieder zu treffen. Hey, ist mir, es ist wahr. Ein Hofnarr, komplett mit Kappe und Schellen. Im Norden, beim Loreius-Hof. Er zog einen Sarg auf einem Wagen mit einem kaputten Rad. Ich bin gespannt, wie er sich aus der Sache rauslachen will. Sehr witzig. Nun, offenbar habt ihr eine ereignisreiche Reise hinter euch, Utgard. Aber ihr wart länger weg als sonst. Ich dachte schon, ihr würdet nicht zurückkommen. Ihr hört euch an wie meine Mutter. Dachtet wohl, dass ich tot in irgendeinem Feld liege, was? Der Gedanke ging mir durch den Kopf, ja. Ein drohender Krieg. Gerüchte über Tumulte in Helgen und jetzt auch noch Hofnarren. Himmelsrand ist verrückt geworden, Mädel. Passt da draußen auf euch auf. Vorsichtig, was? Danke, Skulva. Ich werde daran denken. Du, ich merke dich. Du bist ein bisschen sehr gut ausgerüstet. Ein bisschen angstvoll, so eine Frau. Das muss schon fast ein Paladin sein. Ich möchte aber jetzt gerade momentan eigentlich das Wichtigste machen. Oh, ja, mir ist ein bisschen warm. Kann mal passieren. Und ich habe Hunger. Also gehen wir lieber mal kurz in die Kneipe und schauen uns dort noch um. So, mal gucken. Da sind unsere nervigen Kollegen, die... Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Ja, ich hab ja, Töten beiseite sonst. Kann ich das eigentlich nutzen oder werde ich dann eingesperrt? Flusswald bittet den Jarl um Beistand. Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Psst, so leicht geht es? Wow. Ich könnte ja ein Bandit sein oder sonst irgendwas. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Oh. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder.
Das scheint wie ein Magier zu sein, aber ich muss zuerst verkaufen. Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt oben in der Drachenfeste. Ich möchte gerne verkaufen. Werft einen Blick darauf. So, dann wieder mit Gewicht. Also das brauche ich eigentlich nicht. Gibt auch gut Geld. Ich weiß nicht, ob Stahl so wertvoll... Ah, nein, es ist ja mein. Also es ist ja ihr. Hier möchte ich das machen, stimmt. Ist ein bisschen kompliziert. Wieso kann man nicht einfach nur reden und sagen, ja, das und das kostet so viel teuer Geld. Machen wir erstmal Gewicht. Die Sachen kann ich ohne Probleme wahrscheinlich mal verticken. Ein Schild möchte ich lassen und... Ja, komm, lassen wir die Dolche, die sind ja nicht so schwer. Ja. Ja, diesen einzigartigen Helm möchte ich, also wenn er einzigartig ist, der Beruf ist ja nicht viel, dann auch noch lassen. Und Wolfspelze brauchen wir sicher auch bald noch. So, jetzt habe ich viel weniger Gewicht, jetzt kann ich bei dir auch noch nachschauen. Magieresistenz ist sicher sehr geil. Aber ich sehe jetzt gerade auch keine Magiersachen, deshalb... Ja, Baren und so brauche ich jetzt auch nicht direkt. Also, bis später. Pilgerin. Ihr habt Fragen? Hallo, Echsenfrau. Schön. Cool. Tolle Rasse. Also, eigentlich möchte ich... Ihr braucht etwas? Ihr braucht jetzt einfach etwas. In die Taverne gehen. Noch ein paar Blümchen pflücken. So. Aber die gibt's viel, die muss ich eigentlich nicht so pflücken. So, hallo, schöne Dame. Was habt ihr hier eigentlich? Ich sage wieder zum Klauen, ich möchte irgendwie ausprobieren, wie kann ich die verschieben. Ria, okay. Ja. Ich weiß, dass euch eure Familienehre wichtig ist, aber wir können uns... Da ist noch so ein mager Typi. Heimsker. Ihr seid gekommen, um dem Wort von Talos zu lauschen. Was könnt ihr mir über Talos erzählen? Hallo, mein Freund. Wenn ihr etwas über den mächtigen Talos erfahren wollt, seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Zu Lebzeiten war Talos ein Nord, der über unvergleichliches taktisches Geschick sowie grenzenlose Weisheit verfügte und die Macht besaß, den Menschen ins Herz zu blicken. Talos meisterte die Macht der Stimme. Mit ihrer Hilfe vereinte er die Länder der Menschen zu einem großen Reich. In südlichen Gefilden war er als Tiber Septim bekannt. Hier in Himmelsrand verehren wir ihn unter seinem richtigen Nordnamen. Seine Herrschaft war von solcher Glorie, dass er nach seinem Aufstieg in Himmel zum Fürsten der Göttlichen ernannt wurde. Falls ihr mehr über ihn wissen möchtet, ihr werdet sicher zahlreiche Bücher zu diesem Thema finden. So, da wir jetzt ein bisschen Sicherheit sind und ja, Monster auch ziemlich schnell tot sind, werden wir mal kurz, nein, nicht dieses Spielstand, der Spielstand hier. Einfach langsam mal ein bisschen schwieriger machen. Weil scheinbar hat das Spiel einfach ein bisschen Probleme mit dem den Schaden der verschiedenen NPCs und Monster, dass da einfach zu schnell besiegt wird. So, also machen wir weiter mit Rollenspiel. Tempel. Gehen wir mal kurz in den Tempel schon. Guten Tag. Oh, hier wird geheilt. Cool. Ich störe den mal nicht. Ach, Lahm. Ihr sucht meinen Gatten Nasem? Da seht ihr am besten im Hinterteil des Jahl nach. Dort kriecht er derzeit für gewöhnlich herum. Da schaue ich jetzt nicht so gerne herum. Kann ich sie mal stören? Wie geht es euch?
Mein braucht etwas? Ich kann nichts essen. Darf ich mal kurz stören? Mir geht es schon mal besser. Willkommen, Kind. Was habt ihr zu bekämpfen? Was macht das aus da? Rattlesnake. Ist leider sehr teuer. Ich kann es knapp nicht kaufen. Einen Raben. Der tut Gegner erblinden lassen. Dass sie weniger Schaden machen, scheinbar. Druiden herstellen. Oh, das macht einfach aus Leichen irgendwelche Pflanzen. Also das Pflanzengespießen. Die Macht der Natur. Ist auch zu teuer. Macht die Rüstung der Beschwörung größer. Heilung haben wir, glaube ich, schon. Okay, wir müssen noch ein bisschen Geld verdienen. Ich möchte gerne etwas beschwören können. Die Gnade von Kynaret sei mit euch. Erzählt mir etwas über diesen Tempel. Das ist der Tempel von Kynaret. Der Gülden Grünbaum vor seinen Türen wurde als Setzling in der Frühzeit von Weißlauf gepflanzt. Die Anhänger von Kynaret spürten eine heilige Kraft in ihm und kamen von weit her, um dem Wind der Göttin in seinen Zweigen zu lauschen. Natürlich kommen heutzutage nicht mehr so viele Pilger. Gut, ich werde das mal später dann mit dir besprechen. Ich habe leider jetzt gerade momentan recht Hunger. Gehen wir auch noch etwas holen. Und hier, das ist scheinbar der Baum. Jo, dann stellen wir uns mal schön hier hin. So. Ja, liebe Begleiter. Dankeschön fürs dabei sein. Ich freue mich auf den nächsten Part mit euch. Tschüss zusammen und ja, der nächste Part kommt sicher morgen. Tschüss.